Mobilität heute ist für uns nicht nur Mobilität im Sinne von Verkehrsmobilität, sondern im Sinne von Mobilität des Menschen. Heute haben wir den Zustand, dass natürlich die Menschen sehr mobil geworden sind aufgrund der tragbaren Geräte, sei es jetzt Notebooks oder Smartphones, was auch immer. Das heißt, Mobilität ist heute in einem sehr, sehr starken Ausmaß bereits gegeben. Mobilität morgen aus Sicht der IBM heißt für uns, alle Daten und Informationen, die bereits heute vorhanden sind, bestmöglichst auszuwerten, um zum Beispiel Verkehrsstaus zu verhindern, um die Passagiere, die Personen bestmöglichst von A nach B zu bringen. Das heißt, im Sinne von wirklich Analysen zu machen, Daten auszuwerten, um die Mobilität sozusagen zu optimieren. Wir rechnen damit, dass im Jahr 2050 80% der Weltbevölkerung in Städten leben wird. Das heißt, das Thema heißt urbane Mobilität. Und wir reden da auch von dieser intermodalen Mobilität. Das heißt, die Mobilität wird in erster Linie umweltfreundlich sein. Sie muss auf jeden Fall schnell sein. Sie muss irgendwo auch Spaß machen. Und ja, sie wird sicherlich smart sein, im Sinne einer IBM, smarte E-Mobility. Das heißt, das wird eine Kombination aus verschiedensten Verkehrsmitteln sein und ich denke mir, es ist eine Vision, die gar nicht mehr so eine Vision ist, weil viele von diesen Themen bereits heute mit der Technologie abgedeckt sind. Die Frage ist, wie schauen die Rahmenbedingungen aus? Und das wird sicherlich ein spannendes Thema.